So, jetzt muss ich euch unbedingt mein Pferdemist zeigen. Das war ja jetzt nicht ganz richtig. Das ist ja gar kein Pferdemist mehr. Es waren ursprünglich reine Pferdeäpfel. Sondern das ist mittlerweile Pferdekompost. Jetzt dürft ihr mal raten, wie alt er ist. Ein Jahr, 3 Monate. 3 Monate ist dieser Pferdekompost jetzt alt und in diesem exzellenten Verrottungsstadium. Das ist schon fast alles Erde geworden. Wie geht das in der kurzen Zeit? Das kann ich euch sagen. Ich habe hier ein biologisches Produkt eingesetzt und zwar ist das die Plocher Rotteförderung. Da nimmt man nur 40 Gramm pro Kubikmeter. Die füllt man in 2 Gießkannen mit Wasser, verrührt das Ganze gut, rüttelt Löcher in den Komposthaufen hinein, verschiedene Tiefen, an verschiedenen Stellen natürlich und gießt das immer so schluckweise rein. Dann decken wir den Haufen ab mit einem guten Vlies, das ist das Plocher Kompostvlies. Das ist deshalb wichtig, weil es Verdunstung zulässt, aber keinen Regen hinein. Wobei ich auch sagen muss, so ein Haufen darf auch nicht trocken fallen. Also hin und wieder mal runternehmen und nass regnen lassen und dann wieder drauflegen. So, was ist nun das Geheimnis? Das Geheimnis von der Plocher-Rotte-Förderung, also ein rein biologisches, katalytisch wirkendes Produkt, das Rotte-Biologie anregt. Rotte ist das Gegenteil von Fäulnis. In der Fäulnis haben wir alles das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich pathogene Keime, Viren, Ammoniaken. Beispiel ist Gülle. Die stinkt ja gewöhnlich, es sei denn, die wurde auch mit einem Produkt von Plocher behandelt. Geht auch, dann stinkt sie nicht mehr und ist in Rotte statt in Fäulnis. So, und die Rotte arbeitet hier. In dieser Hand halte ich Milliarden von Mikroorganismen. Und die tun ihre Arbeit, nämlich was die Aufgabe der Natur ist, Pflanzenreste, Kotreste wieder zur Erde zurückzubringen, zu verwandeln. Das ist ein Umbauprozess. Der wichtigste Umbauprozess, den es auf der Erde überhaupt gibt. So, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das riecht nicht mehr nach Kot, das riecht nach Waldboden, nach Walderde. Aber auch für den Haushaltsbereich gibt es sehr wirksame Produkte, die die Rotte fördern. Also jetzt die Rotte für die Küchenabfälle, für die Biotonne oder eben Gartenschnitt verrottet sehr gut. Und zwar ist das das Produkt Plocher Kompost und Biotonne Aktivator.